Ja, hier wieder beim Koali und beim Lestrak Dark und bei Putin der Eule. Wir wollen heute zur Akademie. Hast du gesagt, ne? Ja. Ja. Okay. Verzeihung, es kam nicht richtig rüber. Das ist ein Ich habe hier einen begeisterter Zombie gekillt Gedanke. schon wieder. Oh, du bist so rücksichtsvoll. Ja, nur für dich. Noch einer. Ich kann direkt mal meinen neuen Heilungsskill ausprobieren hier. Und ich habe noch nicht mal Geburtstag. Ja, vielleicht hätte da mal dein Charakter Geburtstag, das weißt du ja gar nicht. Naja, da müsste doch dann wenigstens ein Jahr im Besitz sein, oder nicht? Ja, das ist jetzt deine Auslegung von der Sache, ne? Ja. Wir müssen jetzt das Buch zur Akademie bringen. Und unsere Story Quest führt auch dahin. Es geht voran. Die Story, sie lebt noch. Ja, sie lebt noch. Sie lebt noch. Sie lebt noch. Komme ich hier über die Mauer rüber? Den Nitro-Turbo aktivieren. Mit dem Mikro-Nitro-Turbo auch nicht. Mikro-Turbo? Mikro-Turbo. Hallo, Akademie. Oh, hier laufen komische Viecher rum. Vertraute. Du hast bestimmt Ihr schon macht genug sie Rollen. platt. Du hast doch schon genug Rollenspiele gespielt, um zu wissen, ob Vertraute sind oder nicht. Das sind Sparingspartner. Ach, das, ja, aber das sind Vertraute. Also von Zauberern. Das ist eine Zaubererakademie. Okay. So ähnlich wie Hogwarts, nur für Erwachsene. Es ist in Illuminatenakademie. Das sehe ich jetzt schon wieder hier. Ach, guck mal, da ist jemand. Hallo, wer bist du? The Lovely Girl. Diesen Namen manchmal, ne? Ja, Eukalypta. Voll schlimm. Hast du eigentlich einen Charakter, der Quali heißt? Nein. Noch nicht? Ah, sie suchen unsere mythische Massenvernichtungswaffe. Ist nur so eine Vermutung. Ist es denn schon zu spät? Gab's, glaube ich, schon immer. Hoffentlich nicht. Ich muss meinen Ruf wahren, als einzige hier schottisch und gefährlich zu sein. Ich hätte Alarm schlagen müssen, als sie erschien. Aber ehrlich gesagt, sie hat mich komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Ich wusste nicht, was es war. Es war doch nicht Ihre Schuld, Miss Asha. Noch nie hat es jemand mit etwas aus der Akademie durch die Schutzzauber geschafft. In einem Stück. Kein guter Tag der offenen Tür. Naja, ich vermute, dass der jetzige Besitzer der Waffe nicht weiß, wie man sie benutzt und nach Antworten sucht. Die Illuminaten haben diesen Ort mit Geheimgängen und Tunneln vollgestopft. Angeblich werden ihre Unterlagen mit Jahrhunderten von okkultem Wissen in einem Archiv verwahrt. Aber das ist versteckt. Halt, das unter der Schule? Unter der Schule? Ach, ich hasse es, alles zu wiederholen. Ich habe von einem echten Gewölbe der Illuminaten gehört. Die Älteren haben wohl ein paar Mal versucht, das Schloss zu knacken oder so. Man sieht's durch die Diele im alten Block. Sagt man. Ach, das Illuminatenarchiv. Nehmen Sie mich auf den Arm? Nein. Diese Manifestation unbewusster Telekinese wäre deplatziert. Na schön, da haben Sie's. Das geheime Illuminatenarchiv, von dem niemand weiß. Okay. Quietschestuhl. Man hört übrigens Vater. deinen Spielton ein bisschen leise, aber man hört ihn. Ernsthaft? Ich habe extra Kopfhörer und alles auf. Kater. So. Ach, das Mädchen können wir noch nicht. Nein. Das ist übrigens ziemlich gruselig, das Mädchen. Das will ich, ja, da, das Freizeitzentrum wird fallen als erstes. Von der älteren Frau die erste. Aber wir müssen doch hier das Buch in die Bibliothek zurückbringen. Aber das kommt noch wahrscheinlich, ne? Ja, da müssen wir einfach gleich hier raus und dann rechts. Okay. Dann nehmen wir von der Annabelle 1 oder von dem Hayden? Annabelle 1. Okay. Annabelle, Freizeitzentrum wird fallen. Okay. Keine Sorge. Sie stören keinen Elternabend oder so. Ich bin hier Medizinmann, sozusagen. Ich bin dafür zuständig, den Kindern Verantwortung beizubringen für das Gleichgewicht von Leben und Tod. Geben und nehmen.
Im Moment ist der Lehrplan komplett im Eimer. Ein gewaltiger Rückschlag für uns alle. Todesfälle im Fachbereich führen stets zu unangenehmen Fragen. Danke fürs Aufmuntern, HJ. Nach der letzten Aufmunterung durch Mr. Montag hatte ich ein Semester lang Albträume. Sei's drum. Sie sind sicher draußen schon einigen Vertrauten der Schüler begegnet? Sie sehen schrecklich aus, aber naja. Das war bei Ihren ersten Schulprojekten sicherlich nicht anders. Wenn die Kinder Sie nicht gut im Griff haben, dann werden Sie wild. Am Ende drehen Sie völlig durch und dann wird die Lage noch unangenehmer. Ich wünschte, man würde anders mit Ihnen fertig werden, aber... Meine Empfehlung ist ein schneller Hieb zur Enthauptung mittels eines Spatens. Feuerwehräxte neigen leider dazu, von den Wirbeln abzugleiten. Schon mal ausprobiert, ja? Ein Lehrer ist nur so gut wie sein Werkzeug. Ja. Der Typ ist geil, oder? Ja, hat was. Kannst du bei dir den Ton noch was leiser machen? Ja, ist kein Problem. Sehr gut. Also gerade bei den Konversationen fällt das... Boah, ich hab schon alles auf eins. Ja, man hört's. Oder halt, ja, ich weiß ja nicht, was hast du für ein Mikrofon? Ein Headset. Ein Headset, ja. Gut, dann kannst du das Mikrofon nicht weiter weg tun von... Egal. Wir müssen Sparringspartner töten, ne? Anscheinend hier, ne? Hm. Ich versuche es einfach mal so. Ich guck mal, ob ich einen getötet krieg. Sag aber Bescheid, ob es dann immer noch so ist. Ja. Ist immer noch so? Nee, kann ich gerade nicht sehen. So sollst du sie nicht töten. Warum nicht? Was ist das denn für ein tolles Ding? Also sehr viel Ingame. Außer mit deren Raketenwerfer. Das ist eine Nebenwaffe, die man später kriegt. Okay, was macht er hier? Du kannst die Quest auch schon annehmen. Um eine Raketenwerfer zu kriegen. Aha. Du musst nur zum Hauptquartier der Drachen gehen. Die Quest ist da. Braucht wieder eine Heilung, wa? Ich würde nur was zu tun geben. Das ist aber nicht. Ich bin die diese Heilung über zwei Effekt ist echt gut, glaube ich. Ja, ich bin die Personifizierung des Netzeins. Okay, das konnte ich mir nicht ernst nehmen. Wissen. Yeah, wissen. Ich will gar nicht wissen, an wie viel Wissen wir schon vorbeigelaufen sind. Haha. Witze. Fang ihn ein. Ich konnte ihn gerade echt nicht anvisieren, dass man raus muss. Ultra gruselig. Oh, diese Heilung über Zeiteffekt hat eine massive Abklingzeit. Aber gut, sonst wäre das glaube ich ein bisschen unwahr. Nur ein bisschen. Hast du das Sturmgewehr gekriegt? Nee, ich hab's gekriegt. Natürlich, du bist hier die Frau des Sturmgewehrs. Ja, das andere Sturmgewehr eben hattest du ja gekriegt. Ich will halt auch mal Spielzeug haben. Außerdem würde ich dir geben, wenn du freuen würdest. Du kriegst die ganzen Schwerter und Chaos-Fuki und so. Und Hämmer. Hämmer brauche ich nicht. Nicht mehr. Ja, aber... Ich finde es schade, dass man nicht in jeder Hand ein Schwert haben kann. Doppelschwert? Ja, das wäre geil. Man hat auch Doppelpistolen. 5 Spukgestalten und 10 Anschauungsmaterial. Ja, innerhalb der Schule. Wir müssen auch immer noch das komische Buch zurückbringen. Ja, hier drinne. Da ist auch Wissen. Ja, yeah, Wissen.
Bericht senden. So, du bist schon wieder weg. Ja, ich habe mich geirrt. Das ist doch draußen bei den Turnplätzen. Warum kann man hier drin nicht mit dem Motorrad fahren? Würdest du in deinem Wohnzimmer mit dem Motorrad fahren? In meinem Wohnzimmer? Ich glaube, da passt gar kein Motorrad rein. Ernsthaft? Ja. Sparringspartner, aber den braucht man gar nicht. Wow. Das war ein cooler Skill. Das ist ja immer nur, wo meine P's gibt. Ich glaube, ich habe gar keinen OP-Skill. Okay, die Heilung ist OP. OP-Skills sind bei mir einfach nur die Skills, die geil aussehen. So. Kurze Frage. In Fantasy-Spielen, bist du denn lieber Zauberer oder Krieger? Zauberer. Okay, gute Antwort. Es liegt aber daran, dass die Krieger meistens ja irgendwie immer so einen Touch haben von sind nicht so schlau. Und dann muss man sich immer im Rollenspiel mal ein bisschen so zurücknehmen, wenn man dann Ideen hat, weißt du? Okay, also ich hatte... kommt mein Charakter vielleicht nicht, weil er eigentlich nicht so intelligent ist. Ein Zauberer sind eigentlich immer intelligent. Von daher hat man da das Problem nie. Da hättest man bei unserer Fantasy-Gruppe mitmachen sollen. Wir hätten den dünnsten Zauberer und den schlauesten Krieger. Momentan spiele ich bei einer DSA-Runde mit Rondra-Geweihten. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, DSA habe ich nie gespielt, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, muss ich sagen. Ich hätte sozusagen, ich war in allen möglichen Spielen, wenn es ging, immer ein Fan von Totenbeschwörern oder Dämonologen. Der Beschwörer, allgemein, bin ich absoluter Fan von. Okay. Wesen beschwören, die für dich kämpfen. Das gibt's ja bei so Secret World leider nicht, oder? Nein, leider nicht. Da ist das mit den Pistolen und Drohnen noch am ehesten der Fall. Aber selbst das ist nicht wirklich so. Das finde ich auch schade. Das ist das, was mich als Secret World am allermeisten stört, dass es nichts Beschwörungsmäßiges gibt. Ich meine, die Gegner hauen dir doch auch ständig was Beschworenes hingegen. Warum kannst du das nicht? Weil wir sind einfach nicht so OP. Außerdem waren wir Putin. Das muss er jetzt immer an. Ja. Zum Beispiel, das habe ich bei WoW, das habe ich am Anfang bei WoW auch immer gemacht, Beschwörung. Mhm. Weil da musste man nämlich für jedes einzelne Wesen, das man beschworen konnte, noch wirklich was machen, ganz am Anfang. Als man da hat sich dann. Muss man gerade gucken, wie viel ich überhaupt noch für meinen nächsten Skill brauche. 16. Ich habe jetzt. 5, okay, also noch 11. Da hinten müssen wir hin. Jetzt werden wir auch Motorrad fahren. Yay, Motorrad! Sieht ja schon ein bisschen albern aus, ne? Ein bisschen? Oh, jetzt hast du ja wieder viel zu tun, ey. Alle erstmal muss man sie alle einsammeln, das ist manchmal das Schwerste. Vor allem, wenn Fernkämpfer sind. Ja, ja. Aber dank meiner OP-Haftigkeit und dem Mega-Imba-Heile schaffe ich das. Ja, der Mega-Imba-Heiler hat gerade mal irgendwie verpasst, dich die ganze Zeit lang zu heilen. Ja und? Wie gesagt, du machst das anspruchsvoll. Habe ich dir einen Stunt-Schmeiß? Frage, da ich ja jetzt gerade so krass viel heile. Ich habe ja jetzt diesen Heilung über Zeit-Dingens da noch, das macht echt was aus. Weil das jetzt schon wieder eine Minute Abklingzeit hat. Genau.
kannst du gar nicht verlieren, wie ich gerade nachheile, glaube ich. Oh, wetten, ich schaffe das? Ja, wenn du wieder 10 von diesen komischen Riesen pullst. Aber jetzt so im Normal. Ich wurde gestunt. Was? Er hat mich gerade gestunt. Das ist schon dreist. Ja. Knochen. Was kann der Knochen? Angriffswert. Gesundheit, Angriffswert, kritischer Trefferwert. Weniger Heilungswert. Verzichten. Spielt der Falken eigentlich? Momentan das gleiche wie ich. Chaos und Schwert. Zwei Tanks, Alter. Nein, er ist kein Tank. Ja, aber Chaos und Schwert ist doch... Ist, man kann tanken, man kann aber auch einfach nur die DD. Hm, okay. Und da bin ich mit Male... Hier bin ich mit Male öfter draufgegangen. Hier? Ja, aber hier ist schon jemand vor uns gewesen. Weil eigentlich ist ja alles voll mit diesen Vertrauten. Okay. Hier unten und hier oben. Da oben sind auch welche. Okay. Hier hinter mir kommen welche. Ich will endlich die neue Drohne, das nervt, dass ich dafür Pistolenressourcen brauche, dass ich den rufe. Ja, eine, die keine kostet, habe ich auch mit Maler. Also die diesen Stun-Effekt hat. Dass wenn du zweimal getroffen wärst vom Gegner, dass der dann gestunt wird. Okay. Ja, das ist doch super. Ja, der ist auch momentan mit Pistolen Schrott, wenn du das. Nice. Ja, mag ich besonders, weil beide die gleiche Reichweite haben. Das stört mich nur, wenn die unterschiedliche Reichweiten haben. Ich bin gestunt. Nein. Nicht schlimm. Ja, jetzt ist es noch nicht schlimm, aber später ist der Tod. Ja, guck mal, wir verlieren noch kaum was. Also, ja, okay, wir sind zu zweit. Zu zweit ist das hier. Da geht eine andere Regel. Wollen Sie momentan okay unterwegs? Alleine ist das, glaube ich, anspruchsvoll, glaube ich. Eher richtig über hier, bin ich mal irgendwie drauf gegangen. Aber ich bin auch richtig schlecht gegen mehrere Gegner, muss ich gestehen. Nice Wissen! Hm? Nice Wissen. Erhöhe unser Wissen. So, unfertige Vertraute töten. Ja, die spawnt euch nach. Mhm. Was tust du denn da dort? Aber. Fleischkrumpen reagiert nicht, sagt er bei mir. Ja, bei mir auch. Ich bin der Meinung, wir hatten es eingesammelt. Hm. Das Benzin. Ich kann das Benzin hier oben auch nicht anklicken. Im Inventar haben wir es da? Nope. Also ich zumindest nicht. Nein, ich auch nicht. Ja, müssen wir warten, bis sie nachspawnen. Pam, 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 pam. Vielleicht sind hier hinten noch welche. Na, habe ich schon noch geguckt. Sparingspartner. Die unfertigen Vertrauten sind nur hier drin in dem Gebäude. Das ist ja blöd. Ah, sonst war die. Erzähl doch mal was mit deiner Skillung, was du noch so geplant hast. Zeig dir das doch deinen Zuschauern so lange. Ja, Entschuldigung, war nur eine Idee. Ja, Gesundheitsdrohne hier halt, ne?
Man könnte sogar die Kettenkräfte sind effektiver. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Dann. Aber auf jeden Fall hier diese Gesundheitsdrohnen-Dingens da. Dann hast du ja gesagt, sollte ich hier diesen Bündungsangriff holen. Ja. Nö. Dann kann man aus dem anderen Baum hier die anderen Drohnen reinhauen. Und dann braucht man ja hier aus der Blutmagie noch hier den anderen Dingen. Also ich denke erstmal, jetzt hole ich mir erstmal die Drohne, dann den Pistolenangriff, den du gesagt hast, und dann den passiven aus der Blutmagie. Okay. Ja. Ah, okay, der ist. Die fangen jetzt mit Null Spawn langsam an. Da oben ist einer. Ja, eine Gruppe ist da oben wieder. Lass es dann nach oben. Sprinten! Dün, 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 dün. Vor allem, ich bin endlich gleich schnell, ne? Ja, das ist voll angenehm. Jetzt bin ich wieder so gestunt hier. Ach, da sind wir sogar schon gut. KP, jawohl, KP ist gut. Sehr gut, sehr gut. Den Fleischklumpen verbrennen. Hallo? Was denn? Also hier nicht, oder was? Ich dachte nicht weglaufen. Der ist ja. Der macht ja gar nichts. Ja, der spawnt die ganzen kleinen Dinger. Warum? Ich erinnere mich an meinen letzten Schub. Hast du hier auch so einen dicken Fleischkuchen? Nein, ich sollte was mit. Das war ein Grund. Oh, hier gibt's Leute, was. Sollte was plus mitgehen. Gesundheit, Angriffswert, minus Heilungswert. Nein, danke. Aber 10 KP habe ich jetzt. Aber ich warte auf die Drohne. Ich will die Drohne zuerst haben, bevor ich die neue Pistolenkraft hole. Ich kann da gerade nochmal gucken, wie viel Schaden die macht. Was sind eigentlich Bündelungsangriffe waren, die über Zeit kanalisiert werden, ne? Okay. 21 körperlichen Schaden und der jetzt macht 27. Dreimal trifft, pro Treffer 27. Und wie viel macht denn der Bündelungsangriff? Viermal so und so viel. Viermal 21, ja. Tut sich wahrscheinlich beides nicht so viel. Ist dann halt nur gut, dass das dann nachher mit der Heilung sich dann stackt, wahrscheinlich, ne? Der Schaden nicht, aber die Heilung von der Passiven. Ja, ja. Und der Schaden ist ja eh vernachlässigt. Wir nutzen ihn ja sowieso in erster Linie nur für die Heilung, den Ressourcenaufbau. Ja. Oh, Käse. Wo muss man jetzt in den alten Block eindringen? Ja, das können wir jetzt auch machen. Aber später werden wir mit einer Quest sowieso dahin geschickt. In den alten Block? Ja, in die Nähe des alten Blocks. Eindringen in den alten Block. Ist Wissen. Solo-Instanz. Oh nein. Keine Solo-Instanz, bitte. Ach ja, das ist ja dann der Müll. Was, Müll? Ja. Warum ist das denn Solo? Ist das so langweilig? So, das Illuminatengewölbe finden. Okay. Ein Gewölbe finden. Der Orden großer Werke. Kann ich das benutzen? Ja, kann ich benutzen. Sehr schön. Aber da sind zwar keine starken, wirklich starken Gegner, aber trotzdem solltest du auf die Kampfskillung machen. Ich habe keine Kampfskillung mehr. Hast du die nicht gespeichert? Ja. Drohne, hilf mir. Ja, aber die sind echt nicht stark. Also, ich brauche jetzt wahrscheinlich ein bisschen. Ich drücke dreimal auf Heilung, dann bin ich schon wieder voll, wenn ich.
irgendwas machen. Egal. Ich will jetzt nicht hier groß rummotzen und nachher gehe ich dann drauf. Das wird ziemlich peinlich. Ausbilder der alten Schule, der alte Sack. Hm? Hier darf man Lehrer erschießen, wenn auch Geister von Lehrer. Ja, welcher Schule wünscht sich das nicht, ne? Ich meine, jeder Schüler hatte mal einen Lehrer, den er gehasst hat. Ich überlege, habe ich einen Lehrer wirklich gehasst? Bei mir waren es 4. Oh, gleich 4. Die Hälfte vom Kollegium. Nö, ich hatte 5 verschiedene Lehrer. Das ist traurig. Ja, den 5. habe ich nur nicht gemacht. Ich lach zwar, aber das ist kein Witz. Also, es ist nicht so schlimm wie beim schwarzen Mann hier. Noch nicht. You're kidding. Dass die Drohne aber auch Pistolenkräfte verbraucht, das ist echt nervig. Nicht alle. Weil drum machen das, glaube ich, nicht. Ja, die sparen ja gerade auf die anderen. Oh, ich habe sogar irgendwas gefunden. Pax Romana. Hm. Kann man sich Klamotten kaufen? Also ich glaube, hier unten habe ich jetzt alles. Oben gibt es doch bestimmt auch noch Sachen. Ja. Yep. Hier gibt es nichts. Hier ist die Tür zu. Yin Yang. Ein Ausbilder der alten Schule. Das stunt mich. Dann werfen wir doch mal den Crit an. Der blockt den ganzen Angriff, das ist nicht so schön. Nimmt das eigentlich dann ab, dieses Blocken und Ausweichen, wenn du mehr Trefferwert hast? Ja, ne? Ja. So. Aber hier waren wir schon drin. Und ganz nach oben geht's nicht. Hier gibt's nichts. Hier sind noch 2 Räume. Ein Davidstern. Ja, da bin ich auch gerade. Im Raum. Was ich mich ja frage ist, warum zur Hölle haben wir nicht einfach die ganzen komischen Symbole von den letzten Quests einfach mitgenommen? Eine sehr, sehr gute Frage. Dann müssen wir die nicht immer neu einsammeln. Du meinst dieses Mal und die nächsten 8 Male? Oh, ich sollte mal auf meinen Lebenspunkt da. Überbewertet, meinst du? Ich brauche keine Dinge.
Ich habe meine Skills jetzt mal etwas umgestellt, dass ich mir eine eigene Regeneration habe, aber... Echt? Kommst du sonst nicht durch? Doch, schon locker, aber... Man sollte trotzdem... Aber das ist schon ein Unterschied, oder? Ich hoffe, dass es ein Unterschied ist. Weil sonst wäre ich jetzt nicht überflüssig. Ja, es ist ein Unterschied. Ich zünde jetzt einfach ein paar Mal öfter diese... meine beiden Schutzskills. Also einmal das eine, dass ich den Ausweichwert höher habe. Und der andere, dass die Gegner höhere Chancen haben. Um 50% eine höhere Chance, dass sie bei mir nur einen Streiftreffer lösen. Darüber hinaus habe ich auch noch einen passiven, der jedes Mal, wenn die bei mir einen Streiftreffer verursachen, der Schaden um 7% verringert wird für die nächsten 10. Das wäre nice. Und ich habe noch einen, wenn ich einen Durchdringungstreffer beim Gegner erziele, mache ich 8% mehr Schaden. Mhm. Die nächsten 10 Sekunden. So, jetzt habe ich hier alles eingesammelt, jetzt müssen wir es noch irgendwo einsetzen, wa? Ja, das Mädchen hat dir erzählt, wo? Ja, welches Mädchen? Das, wo wir ganz am Anfang hin waren, die Filmszene, die da kam. Ich höre doch bei sowas grundsätzlich nicht zu. Okay, sie hat gesagt, auch die, die man durch die Dielen sieht. Durch die Dielen sieht? Sehe nichts durch die Dielen. Ja. Aber es ist in der unteren Etage. Also im Obergeschoss findest du, wenn du da alle Sachen eingesammelt hast, findest du hier nichts mehr. Das bringt dir dann nichts mehr. Den Tipp gebe ich dir. Falken hat nur mit dem Dielenspruch mich dazu gebracht damals. Okay. Ganz schön dreist. Hm? Ganz am Ende des Ganges und dann auch mal mit dem Mauszeug auf dem Boden sein. Also in dem Raum am Ende des Ganges. Was? Das sah gerade aus. Kannst du ja angucken. Ulkig. So. Jetzt die Kombination. Ach, hast du gefunden, gut. Okay, welche Kombination ist es denn jetzt? David Stern? Achso, du willst es meditieren, oder was? Okay, wenn du nicht willst. Ja, wo kam das denn her, die Kombination? Ah, mir fehlt eins. du hast ein Buch gefunden. Ich habe ein Buch gefunden? Ja. Tatsache. Okay. Loge, okay, ja. Loge ist zweit. Auge, welches war denn mal das Auge, das da? Ja. Knochen, das da. Und das letzte ist das Templerkreuz. Und die Symbole begraben. Ching, ching. Hallo, Illuminatengewölbe. Ja, ich hatte das Freimaurersymbol vergessen. Oh, hier sind auch wieder Viecher. Oh! Ich war für sehr lange Zeit im Exil. Falsche Propheten. Quali, darf ich dir eine Frage stellen, die jeder letztes Jahr hatte? Ich wollte fliehen, indem ich mich verstellte und vorgab, viel weniger zu sein, als ich in Wirklichkeit bin. Ich habe die Meinen lange verflucht, meine Rache und glorreiche Rückkehr geplant. Am Ende habe ich mein Leben weitergelebt und jetzt sind sie tot und vergessen von jenen, die sie anbeteten. Daraus ließe sich etwas lernen, bestimmt. Und jetzt bin ich bereit, wieder ich selbst zu sein. Ohne Verkleidung. Ihre falschen Prophezeiungen starben mit dem weißen Gott. Ich bin frei. Und daran wird bestimmt nichts. Und niemand etwas ändern. Wunderschön, nicht? Und dieses Ding lag die ganze Zeit da draußen. Während ich einem verdammten Hammer hinterhergejagt bin. Ich hab, was ich wollte. Und jetzt muss ich weiter. Orte besuchen, Zauber wirken, Götter erwecken. Spoiler-Alarm.
Wir kämpfen, ich gewinne. Sie spüren mich wieder auf und sehen gerade noch ihre Welt im Chaos versinken. Der Abspann beginnt, das Licht geht an. Oh, halt, nein, geht es nicht. Ich würde sie töten, wenn ich könnte. Ehrlich, das würde ich. Ich bringe Dinge gern zu Ende. Es wäre kurz und schmerzlos. Nichts Spektakuläres, so ein Schurke bin ich nicht. Und kein Zauberer. Ich mag meine Arbeit und mach mir gern mal die Hände schmutzig. Aber sofern ich sie nicht zu feinem Staub zermahle, schleppen die verdammten Bienen sie einfach in Sicherheit. Habe ich schon oft genug gesehen. Also sorge ich dafür, dass sie hier erst einmal festsitzen, damit ich weitermachen kann. Leben Sie wohl. Aua. Jetzt hat er mich so hingepuckt, dass mir die Leute sogar unter den Rock gucken können. Tja, kleiner Perversling. So sehen die Asen halt, ne? Das ist ein Arse? Ja. Okay. Welcher denn von den Asen? Ah, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Loki. Ja, sicher. Ja, das ist Loki. Okay, der war immer schon ein bisschen verrückt. Ja. Der hat sich, glaube ich, auch mal mit einer Kuh gepaart oder so. Oder mit einem Pferd. Ich weiß nicht. Okay, so intensiv habe ich mich jetzt nicht mit seinem Liebesleben beschäftigt. Ja. So, die Archive durchsuchen. Die Verwalter greifen dich an, sobald du ein Buch anfasst. Aha, ich würde sie vorher beseitigen. Ich muss also so ein Buch anfassen. Weil du kannst es nicht dort nochmal anklicken. Okay, dann mach ich mal kurz hier. Und zu meiner Frage zurück. Ja. Spielst du Minecraft? Nein. Das wird hier jeder Let's Player irgendwann mal gefragt. Ich finde auch immer die Leute lustig, die einen dann anschreiben und sagen, ja, guck doch mal auf meinem Kanal vorbei und dann findest du da lauter Minecraft-Videos und dann schreibe ich ihnen zurück so, ja, weißt du, das ist nicht so meins. Oh, was ist das denn für ein Film? Von Alter. Ach, der große oder was? Minecraft ist nicht so dein Spiel. Also ich persönlich mag das Spiel sehr gerne. Aber jeder hat seinen eigenen Geschmack. Hält der sich etwa, der Sack? Der Archivar? Ja. Exakt. Ewigkeiten dauern. Na gut, der macht mir auch keinen Schaden, aber. Hier nicht. 1000 Lebenspunkte hat er schon weniger. Ah, scheiße, jetzt hat er die Viecher gepult. Nicht ganz ohne, ja, Kerl. Dann nehmen wir mal eins. Ich sollte mich mal heilen. Du kannst es wenig. Oben Bisch muss gerade eingekommen. Guck mal, Kerl jetzt. Die Hälfte hat er schon weg. Okay. Ewig noch mehr von diesen kleinen Viechern kommen würden, wäre nicht so wieder alles so weh. Also mich hätte er gekillt, wenn ich gerne da war. Ja, mich killen die Kleinen. Jetzt bin ich auch tot. Aber nur wegen den Kleinen. Also er alleine ist nicht so das Problem. Der macht ja kaum Schaden.
So, aber ich glaube, ich versuche den jetzt in der nächsten Folge nochmal zu töten. Bis zum nächsten Mal. Have fun, euer Koali. Yeah.